So, nun, wir machen weiter bei Mario Maker, Super Mario Maker 2. Und ich würde sagen, heute stellen wir mal ein paar Weltrekorde auf. Wir gehen einfach mal bei neu hier rein. Zack. Und werden einfach mal ein neues Spiel spielen. Was noch nicht abgeschlossen wurde, was also, wenn wir das als erstes spielen, automatisch den Weltrekord bedeutet. Easy. So many choices. Erreiche das Ziel auf Yoshi. Ja, let's go. Ist es eigentlich nur bei mir so leise, oder? Also heute ist es irgendwie besonders leise. Oh, jetzt ist es zu laut. Ja, cool. Das war ja nix. Alles klar. Hä? Sagte ich schon, ich habe voll das Secret gefunden, aber die sind einfach überall. Alter. Oh, ich bin noch nie hier geflogen. Funktioniert das gut? Oh, es geht überhaupt nicht rückwärts. Ja, cool. Ich müsste doch, wenn ich das gut hinkriege, auch an Geschwindigkeit, an Höhe gewinnen, ne? Okay, das geht auch. Oh je. Also schon ungewohnt. Oh mein Gott. Hä? Ach, das ist eigentlich so ein... Oh nee, das ist eigentlich so ein Weg nach oben. Nein, das will ich fliegen. Da würde ich mir so viel Zeit sparen. Ja, bleib oben. Bleib oben. Gott, enttäusch mich nicht. Mach jetzt keinen Quatsch. Dankeschön. Wenn ich da reinfalle, ist es vorbei. Button-Mashing! Button-Mashing! Null. Ja, wait! Und wo ist jetzt mein Yoshi? Cool. Nein. Ich hab's verstanden. Irgendeiner von den Blöcken hat Yoshi drin. Das ist ja komplett dumm. Mist. Okay, sobald ich den gefunden habe, starte ich das neu. Der ist bestimmt oben. Yo! Aber die Frage ist jetzt allerdings, wie komme ich da schneller hoch? Ja doch, wenn ich weiß, wo er ist, geht das schneller. Okay, let's go. Irgendwo da. Ja, das war blöd. Nee, so haut das nicht hin. So haut das nicht hin. So gibt das keine gute Zeit.
So. Das Gute ist ja, ich kann die ja andrehen. Mist, Mist. Dumm. Oh boy, ich verliere sowieso wieder viel zu viel Zeit. Hier oben ist der dann, oder? Ne, wo ist denn der jetzt? Hä? Da ist er! Okay. Aber jetzt habe ich trotzdem das Problem, dass ich nichts zum... Oh nein! Ich muss jetzt hier trotzdem die Fläche aufmachen. Oh no. Ich muss jetzt hier trotzdem die Fläche aufmachen, weil sonst komme ich ja überhaupt nicht. Da hoch. Oh, der bleibt stehen, wenn man gegen den Block springt. Das ist ja auch interessant. So, reicht das? Nein, es reicht gerade nicht. Dann muss ich das hier machen. Okay, dann muss ich eben hier Anlauf nehmen. So, jetzt reicht's aber. Nein! Komm schon. Wait, kann ich nicht... Wenn der doch schon von hier aus rein spawnt, kann ich den dann nicht von hier aus auch abschießen? Oder trifft es noch nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja auch nicht scrollen oder so. Scheint noch nicht zu treffen. Okay. Oder es macht ihm einfach grundsätzlich nichts aus. Das kann natürlich auch sein. Das ist doch dumm. Nein! Ja, und jetzt? Cool. Das ist ja ein totaler Quatsch. Wehe, das schafft einer in der Zwischenzeit, während ich das hier probiere. Das ist mein Rekord. Den Quatsch will nur ich haben. Das ist ja echt kompletter Quatsch, ne? So. Hat es genau den Yoshi nicht ausgelöst. Ich werde bekloppt. So, reicht das da oben jetzt aus für den Anlauf? Yes! Kommen wir nicht jetzt einfach direkt da durch? Das müsste doch... Oh nein! Ah, ich dachte schon. Okay, das tut ihm auch was. Ich frag mich nur gerade, macht es ihm mehr Schaden, als wenn ich die Feuerblume nutze? Da würde die Feuerblume würde schneller gehen, ne? Ach, verdammt. Blöd. Habe ich natürlich wieder Zeit verschwendet. Das ist dumm. Die Zeit, die ich gewonnen habe, habe ich verschwendet. Mist. Ah, das ist blöd. Naja. Aber erster. Außer jetzt hat es echt einer in der Zwischenzeit schneller geschafft. Das wäre mies. Rekord aber nicht erster. Okay. Nee, echt nicht, Freundchen.
echt nicht. Welche Nuss war denn hier erster, bitte? Der da. Böser Jake. Oh, jetzt haben ein paar andere dazu. Wow. Hä? So viele haben das plötzlich gespielt. Wow, das geht echt schnell. Okay, dann aktualisieren wir, damit wir auch wirklich die neuen Level kriegen. Und gehen hier rein. Oh, das sieht gefährlich. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gesund aus. Das sieht überhaupt nicht gesund aus, was Boku da gebaut hat. Ja. Ja, das, das sieht nach einem Mario Maker Level aus, ja. Uff. Oh, da kommt ein Stern. Okay, den muss ich bekrallen. Da kommt ein Stern. Da ist er. Warum ist er jetzt da drüben? Okay, hier sind überall. Okay. Ich will nur die Röhre. Oh mein Gott. Okay, also der Stern kommt, der kommt von überall Sterne runter. Und andere Dinge. Wo kommt jetzt der Stern? Da war ein Stern dabei. Da war ein Stern. Geil. Oh, warum bauen denn Leute so viel Quatsch? Das ist halt komplett random. So, lass mich da rein. Wow. Jener Cut-Off. Und eine Sonne. Und... Was zur Hölle ist? Oh mein Gott. Ja, das ist ein Mario Maker Level. Ja, und wie komme ich jetzt da runter? Dankeschön. Oh, was ein Quatsch. Alles klar. Ich bin nicht erst. Ach, Mann. Es funktioniert nicht. Meine Theorie funktioniert nicht. Wer hat das? Wer war das? Chibuits. Oh, guck mal, wie viele das schon gespielt haben in der Zwischenzeit. Das geht halt echt flott, ne? So, los geht's. Hier, der nächste Japaner-Level. Autoscrolling. Thema. Also, erste werden ist echt nicht so einfach. Ah ja. Ist das jetzt sein Ernst? Also es geht ja maximal 300 Sekunden. Und irgendwann geht die plötzlich ganz anders nach oben. Ich kann eigentlich schon zur Tür, ne? Ja. Bruder! Okay. Eigentlich könnte ich wahrscheinlich jetzt schon, ja.
Das ist frech. Ich hab den gleichen Fehler gemacht. Oh, das gibt's doch nicht. Okay, einmal noch, dann lassen wir's. So. Was ist das denn jetzt für ein Mond? Nein! Hat sie in der Zwischenzeit schon jemand? Sehe ich das irgendwo? Sehe ich nicht. So. Also an dem komme ich einfach vorbei. Dann geht das da hoch. Ach, okay, lassen wir's. Das ist nix. Klassisch gegen die Zeit. Let's go. Bisher 0. 0, 0, 0. Alles 0. Und während ich jetzt da drauf gehe, gehen andere auch da drauf. Eine Münze und dann das Ziel. 45, 49 Sekunden. Okay, bisher sehe ich keine Münze. Die könnte halt irgendwo da sein, das ist das Problem. Da ist eine Tür. Warte. Tür, 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 Tür. Ich wollte. Wait, was macht man, wenn es klein wird? Dann ist vorbei. Da ist noch eine Tür. Ah ja. So, wir können schon mal ein paar Sachen überspringen. Wir können nämlich direkt zur Feder gehen. Und dann wissen wir auch schon, wir wollen hier runter. Da war nämlich eine Tür. Das war jetzt blöd. Das war jetzt irgendwie ein bisschen dumm. Kann man das irgendwie beschleunigen, dass man da fällt? Nee, ne? So, dann will ich den also holen und direkt wieder damit durch die Tür durch, ja? Oh, wait! Das ist ein Bait! Ich will da gar nicht rein. Ich dachte, ich will den mitnehmen, aber es ist Quatsch. Es ist Quatsch, ich will den gar nicht. Okay. Dann die andere Tür ausprobieren, die wir gesehen haben. Die war auch ungefähr auf der Höhe. Moment, aber auf der kann ich gar nicht... Geht das in dem Moment kurz? Halt, da war aber ein anderer Block auch in der Nähe dann.
Oh no. Oh no, jetzt kann ich nicht mehr. Oh no. Verstanden. Da ist die Tür und da ist der Block. Und jetzt ist alles vorbei. Oh, ich verstehe das Level, glaube ich. Ich muss hier mit der Feder landen, dann komme ich rüber zur Tür. Und in dem Block könnte die Münze sein. Dafür muss ich aber heil darunter kommen. Was ist eigentlich auf der anderen Seite hier so ein bisschen noch? Ist da auch irgendwas Cooles? Da kommt jetzt das Ding. Da muss ich jetzt aufpassen. Okay, und jetzt runter. Gut. So, dann kann der mich jetzt... Nein! Ich wollte gerade sagen, dann kann der mich nicht mehr kriegen. Komme ich so bis zur Tür? Nee, komme ich nicht, weil die Zeit auch nicht reicht. Ja, Mist. Okay, aber das ist die Theorie. Das ist die Theorie. Warte mal. Ah, nee. Nee. Ich dachte, vielleicht kann ich hier, aber der verliert die Geschwindigkeit. Ich kann hier eh keinen Anlauf nehmen. Nein, okay. War eine Idee. Es war eine Idee. Also es sind schon sehr komische Sachen, die da auf dem Markt frisch sind. Wow. So, gleich kommt die ersten komischen Sachen. Okay, und jetzt runter einfach. Sehr gut. Und jetzt versuche ich den Pilz, das Ding da anzusteuern. Das da. Und dann kann ich mich nämlich bis zur Tür durchdrehen. Und hoffe, dass ich die Münze irgendwie jetzt noch kriege. Da komme ich nur zum Ziel. Dann ist die Münze in dem Block drin. Verdammt. Wie kann ich denn aber noch den Block auslösen mit dem... Oh nein. Ja doch, ich verstehe es. Dann muss ich da wirklich ganz schnell... Ganz schnell noch eins runter, wenn ich auf dem Fragezeichenblock bin und dann erst zur Tür rüber. So, mach deinen Quatsch. Nicht so. Ja, das kann ich knicken. Okay. Nein, das hat doch schon wieder Zeit gekostet. So, hier weg. Und jetzt vorsichtig. Dann sollte er mal seinen Quatsch machen. Und jetzt runter. Gut, easy. So, wo ist das Ding? Da. Sag ich ja... Nein, ich hab mich angedreht. Ich hab mich angedreht. Ich bin so eine Nuss. Nein. Komm schon. Ich wollte ins... Ist das dumm? Warum habe ich mich denn jetzt angedreht?
Oh oh. God dang it. Und jetzt einfach rüber zur Tür drehen. Sechs Sekunden. Schaffen wir. Schaffen wir. Yes! Zwar nicht erster wahrscheinlich, aber immerhin geschafft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war knapp. Ja, doch. Kann man schon als toll sehen. Die Idee an sich ist cool gewesen. Ist er jetzt der Einzige, der es bisher geschafft hat? Was sind die Kommentare? Fies. No. Fies, okay. Doch, doch, kann man schon. Wie viel haben wir bisher geschafft? 4. Ah, da steht's ja erhalten. Nee, Quatsch. Ah, hier kann man das machen. 4, okay. Ach, hier steht's ja auch. Ich doof. Ich doof, Nuss. Okay, eine Runde machen wir noch. Oh Gott, das sieht auch schon wieder gefährlich aus. Das ist so ein bisschen ein kleines Wettrennen, ne? Wer als Erster wird, tatsächlich. Ist eigentlich cool. Ne, wer aktualisiert am schnellsten und wer schafft das Level als Erster, der wird dann tatsächlich Erster. What? What? So, na, ah, das gibt's doch nicht. Na, oh, das wollte ich nicht, aber gut, toll wird's wahrscheinlich trotzdem sein. Bleib doch oben. Hä? Na bitte. So, tschüss. Das ist okay. Da ist das Ding, aber wo ist der Goomba? Komm ich jetzt direkt beim Ziel raus? Nein. What? Ah, ich brauche den Pilz. Oh. Hä? Hä? Okay. Geht er runter. Ja komm, ist egal. Ich muss eh durch die Röhre. Ah, schade. Ich dachte, das kriegt man hin.
Oh boy. Dafür brauche ich den P-Switch. Nein! Komme ich da auch so rein eigentlich? Oh, die kann ich... Ah! Oh. Okay. Oh, jetzt geht der runter. Aber ich komme rüber. Gut, passt. Ja, ist egal. Was ist da eigentlich? Nix. Cool. So, hier war der Peacefield. Ne, wo war der denn? Hä? Da war der. Und hier war ein anderer Block, oder? Ah! Da ist der Goomba! Alles klar. Da ist der Goomba. Dann haben wir im Prinzip das Level jetzt gelöst. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich es hinkriege. Okay, nice. Nein, da. Nice. Sehr gut. Nicht so gut. So, jetzt lösen wir als erstes den Goomba aus. Killen den. Der ist weg! Das ist jetzt ja nicht so gut. Wenn der Goomba weg ist, ist das natürlich nicht so gut. Der P-Switch. Dann löse ich den nachher aus. Verstanden. Das war richtig dumm von mir. Das war auch ungünstig. Ja. Come on. Da werden wir wieder nicht Erster sein. Weil so schnell wie wir finden andere auch raus, dass da der Goomba ist. Mist. Okay, so. Ist egal. Das ist nicht so egal, aber okay. Ist noch vertretbar, sag ich mal. So. Dann drücke ich den hier. Und dann, ich wollte einen Dreh... Verdammt, ich habe keinen Drehsprung. Warum habe ich jetzt keinen Drehsprung gemacht? Ich habe doch die Taste gedrückt. Da, das ist doch mein Drehsprung. Hey, warum ging das... Toll. Warum ging das gerade nicht? Na toll, jetzt kann ich schon wieder knicken. Oh, Mann. Super. Ach komm. Jetzt werde ich ungeduldig. So.
Es geht leider nicht, wie ich das wollte. Oh, die kann ich gar nicht killen. Was ist das denn? Okay, go, 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 go. Tschüss. Zeit verloren, aber ist okay. Na! Das war blöd. So, jetzt habe ich sogar noch meinen Pilz. Das heißt, jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Easy. Und der kommt jetzt hoffentlich beim Ziel raus. Nice. Oh Gott. Wir werden nicht Erster sein. Ich glaube, ich habe viel zu lang gebraucht. Aber Rekord nehme ich. Den nehme ich. Ich möchte aber das Toll zurückziehen. So toll war es jetzt. Oh, kann ich das gar nicht? Oh, wenn man sich verklickt, dann ist das... Okay. Das ist ja ungünstig. 3 Leute haben es mittlerweile geschafft. Okay. Der Rekord ist auch ganz bald weg, aber ist ja wurscht. So. Den Spice Bike One machen wir noch. Dann hören wir auf. Der ist nämlich kurz und knackig. What? 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 Will ich da, soll ich da P-Switch-Jumps machen oder was? Ja, danke. Was ist das Grün unter dem Swamp? Hä? Was soll ich da tun? Oh, ich glaube, ich drücke die falsche Taste. Ich darf die Mitnehmen-Taste nicht drücken, ne? Ups. Ich darf die Mitnehmen-Taste nicht drücken. Korrekt. Ich würde sagen, ja. Nee, das geht auch nicht. Wie will er das von mir? Oder die? Ja, cool. Das ist unglaublich, ne? Entschuldigung. Was tue ich denn? Warum mache ich sowas? Warum bin ich denn so? Ah, dafür ist der Block da, dass ich zum normalen Sprung zurückwechseln kann, oder? Sehe ich das richtig? Oh mein Gott. Oh mein Gott, alles klar. War auch wieder zu kurz, zu lang gebraucht für Erster. Ja, nicht mal Rekord.
Nee, Freunde, sowas müssen wir nicht haben. Aber es ist unfassbar, wie schnell die Leute sind, ne? Alle auf der Jagd nach dem Erdbeer. Das könnte ich die ganze Zeit gerade machen. Da waren Pfeile nach oben. Hier geht's aber auch hoch. Mist. Mist. Mit Waypoint. Okay. Da ist mein Ziel. Nein! Wie komme ich da hoch? Nein, jetzt sterbe ich an dem. Ich dachte, ich komme da durch. Aber wie komme ich da hoch? Oder will ich da gar nicht hoch? Wo will ich denn lang? Ist doch gerade die völlig falsche Richtung, oder? Tür. Ah! Verstanden. Jetzt muss ich nur den Quatsch behalten. Lass mich. Oh nein, wenn ich die verliere jetzt, ne? Dann ist das Kacke. Nein! Oh, ist das mein Ernst? Oh, Con, lösch dich einfach bitte. Oh nein, ich habe alle ausgelöst, ne? Oh mein Gott. Wait, aber ihr... Jetzt starte ich ja ganz vorne. Oh nein, das wollte ich nicht. Jetzt starte ich ja ganz vorne. Oh nee, ich hätte mich umbringen müssen. Wie kann man nur so blöd sein? Verdammt. Aber was sollen denn dann die Pfeile da am Anfang? Wait. Komme ich da? Nee. Aber hier ist nichts. Gibt es da irgendeinen anderen Weg, einen Alternativweg? Weil da eine Tür ist? Oder ergibt sich der Alternativweg mit der Zeit? Ich verstehe es nicht. Also hier ist, aber da komme ich nicht hoch. Geh weg. So. Gut, hier geht's nicht weiter. Da war der Midway Point. Na gut. Meinetwegen. So, dann... Oh. Dann hole ich mir da hinten die Feder und dann fährt das Ding... Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Dann fährt mich das Ding an den Anfang zurück und dann komme ich mit der Feder da hinten hoch. Das heißt aber im Umkehrschluss... Oh mein Gott, das heißt im Umkehrschluss, wenn ich die Feder einmal verliere, ist es komplett vorbei. Das ist ja nicht so gut. Gott, warum springe ich denn da? So, nie, diesmal nicht. Freund.
Kann ich da nicht einfach... Oh, ich kann nicht drüber. Ich muss mich ducken. Oh, ist das dumm. Oh, ist das blöd. Ich habe gerade eine Idee. Nee, nützt mir nichts. Ich habe aber trotzdem gerade eine Idee. Ach, Moment. Wenn ich hier die ganze Zeit weiterspiele, geht das ja nicht mehr in die Zeit rein. Das heißt, einen Rekord kann ich nur aufstellen, wenn ich von vorne starte. Oh nein. Oh, das war besser. Ah, das war nicht so besser. Aber wir sind noch ganz gut. Und es geht halt echt schnell hierher. La 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 la. Komm mal mit, dich brauche ich. Hallo? Wow. Wieso ist der jetzt nicht losgefahren? Ist der jetzt doch sonst losgefahren? Oder bin ich da auf ihn drauf auch? Dann ist das mit der Shell vielleicht doch nicht so gut. Ich wollte die Shell mitnehmen für die Spinies da hinten, aber dann spinne ich mich da halt doch ein bisschen schneller durch einfach. Geht da auch klar. Und dann muss ich da am Anfang hochfliegen, sobald ich die Feder habe. Oh Gott. Ja, dann pick dich halt nicht. Ja, okay. Ja, dann. Ja, ich wollte die Shell hier durchschießen, aber das geht jetzt auch. Ist jetzt auch nicht so viel langsamer. Go. So, mach dich weg. Mach dich weg. Ab geht die Post. Dann einmal ducken. Was ein Quatsch. So, und jetzt springe ich hier zurück, ja? Und versuche nicht getroffen zu werden, ja? Nein! Oh, das wär's jetzt. Und dann fliege ich hier hoch. Nein, so fliege ich nicht. Wieso fliege ich denn nicht? Gottes Willen. Danke. Zeit verloren, dumm. Weil ich nicht geflogen bin, ich Nuss. Aber Rekord, aber der wird nicht lange bleiben. Level ist aber okay. Level ist okay. Ich bin nur doof. Ja, guck mal. Schon ist ein Weltrekord wieder weg. Wie lange dauert es, bis da ein neues Level oben kommt eigentlich? So gefühlt. Hä? Wo ist das andere hin? Hä? Ist ja auch interessant. Okay. Let's try this. Wie automatisch. Ist das so ein dummes Level, wo man nichts machen muss? Nein. Hä? Ach. Ja, moin.
Ach, automatisch wegen der Blocksnack oder was? Alter, wer baut denn so einen dämlichen Weg? Nee. Echt nicht. Into the Jungle. So, letztes Level. Let's go. Enttäusch mich nicht, Tommy. Oh, enttäusch mich nicht, Colin. Oh mein Gott. Ist das mein Ernst? Oh, was tue ich denn? Ich dachte, ich kann auf ihn springen. Kann ich auch. Ach, dann hat er nur gerade. Okay, kapiert. Hä? Krieg ich jetzt den Pilz oder nicht? Ach so. Wow, what is... Okay. Das ist jetzt vorbei, ja? Geil. Großartiges Level-Design. Also ich weiß ja nicht. Lösch dich. Also der war dumm. Ach ja, da war ja nichts Wichtiges. Ah, ich muss den Schornstein da oben mal probieren, aber der wird wohl nichts sein. Nein, es ist tatsächlich nur Deko. Okay. Na, jetzt! Ist er wieder weg. Okay, jetzt ein bisschen vorsichtiger. Oh, natürlich bin ich direkt vom Ziel gestorben. Ach, geh doch heim. Ach, geh doch heim. Ah. Ja, das ist mir schon klar. Okay, noch eins. Es ist halt unfassbar, wie viel Zeug da in der Minute in Mario Maker reingeschossen wird. An neuen Leveln. Nein, das war nicht so gut.
Aber bisher sieht es machbar aus. Okay. Ah, die gehen in die falsche Richtung für mich. Ich muss warten, bis die zurückkommen. Das ist blöd. Okay, mit Waypoint ist freundlich. Cool. Na, ich... Es war so klar. Es war so klar, dass ich da Quatsch mache. Es war einfach so klar. Hä, ich hab's doch... Boah, wie hab ich das gerade gemacht? Ich hab's doch gerade hingekriegt. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ihr habt alle gesehen, dass ich es gerade gekonnt habe. Mama mia. Was kommt jetzt? Wow. Ja, weiter. Oh, was ein dummes Level. Es ist kein Wunder, dass halt so viel Quatsch da reingeschossen wird. Nee, Mann. Okay, eins noch. Dann hören wir auf. Oh, Mann. Was ist jener Mond? Aha. Ach, das ist die Sonne. Ach so. Können wir bitte einfach... Jene Wirbelwinde, ne? Ich habe gerade eine Idee gehabt, aber die wird nicht funktionieren. Ey, ich komme von hier darüber, dann müsste ich doch von hier auch darüber. Na danke, geht doch. Ach, man kann den einsammeln. Ich dachte, das ist für die Sonne. Hä, nein, ich will nicht wieder zurück. Wir verarschen hier. Ach, weil das Wasser war, konnte ich zurück. Hä, kommt jetzt noch die Lava? Hä? Hä?
Was denken sich manche Ersteller eigentlich? Wer hat gedacht, dass das eine coole Idee wäre? Richtig. Niemand. Da ist meine Röhre. Kommt jetzt wieder Lava? Warum bin ich denn so eine Nuss? Versuch's gar nicht erst. Gut, danke schön. Jetzt haben wir aber wirklich auf. Es tut mir leid, dass es wieder eine Stunde geworden ist. Ich kann einfach nicht aufhören. Trotz, dass die Level so blöd sind, will man weiterspielen. Es ist voll schlimm. Ja, ja. Nee, Freundchen. Echt nicht. So. Dafür war da viel zu viel Quatsch dabei. Boah. Ach komm. Eins noch. Das wollte ich nicht. Ich habe an die falsche Taste gedacht. Ich wollte den Stampfattacke machen. Genau deswegen. Ach so, dann kommt er nicht zu mir. Der bleibt ja hängen an den Gegnern. Konnte man nicht irgendwie... Oh. Ich kann auf dem nicht spinnen. Okay. Konnte man nicht irgendwie rollen? Ach, das tötet die aber auch nicht. Geht das echt nicht? Ich dachte, ich kann die kaputt rollen. Okay, ich kann die nicht kaputt rollen. Gut. Gut, ich roll sie nicht kaputt. So, jetzt aber hier. Ah, ich habe einen Wall-Jump. Dumm. So fühle ich mich gerade. Ich hab dir vertraut, Pfeil. Was ist das hier? Die Tür. Oh nein. Oh ja. Oh nein. Den muss ich besiegen. Okay. Jetzt müsste ich halt wissen, wie er funktioniert. Ich dachte, das ist Bum-Bum. Das ist gar nicht Bum-Bum. Das ist... Ach! Das ist der echte Boss aus 3D-Land. Ich weiß nicht, ob man mit einer Stampfattacke mehr Schaden macht. Ich hoffe ja. Anscheinend nicht. Oh, er kann auch unsichtbar. Cool. Tschüss. Wow.
sind heute mal ganz kreativ. Vor allem ist er jetzt einfach wieder da. Ach! Wie genau? What? What? Geht der so oder wie geht der? So nicht. So auch nicht. Ich kann den nur hauen, ja? Oh mein Gott, ist das denn ernst? Ist das denn in ihr? Wirklich. Sag mal, wie würde man das denn machen, wenn man hier jetzt nicht das Viech bekommt, die Katze, die ganze Zeit? Musste doch auch normal funktionieren, der Bowser, oder nicht? Wie geht denn der normalerweise? Kann nicht sein, dass der nur mit der Katze funktioniert. Der muss doch noch irgendwas machen, dass der normalen Schaden bekommen könnte. Auf ihn springen kann ich anscheinend ja nicht. Boah, wie viel hält der denn aus? Alter. Ja, so geht's nicht. Wie geht der normalerweise? Ich kann nichts machen anderes. Ich kann ihn nur mit der... What? Der muss doch irgendwie anders gehen. Was ist das? Kann ich den irgendwie stampfen? Wenn er da aus der Lava rauskommt oder so? Junge. Nein. Wie viel hält der aus? Kann man das irgendwie einstellen, wie viel der aushält? Ich muss gleich mal so den Bowser einbauen. Sag mal, du willst mich doch veralbern. Der muss doch irgendwie anders gehen. Unglaublich. What the hell?
Was war das denn? Nee. Was sagen die so zu Cat Bowser? Nichts. Okay, lasst mich mal ganz kurz was ausprobieren. Okay, wir sind in 3D-Welt, das passt schon mal. Hallo? Können wir nicht einfach... Ach so. Nein, ich will... Ah. Sehr gut. Das ist, was ich wollte. So, wir brauchen Boden. Wir brauchen ganz kurz Boden. Wo ist denn der normale... Da. Nein! Ich flippe aus. Das ist natürlich mit dem Controller ein bisschen ungünstig. Das ist mir schon klar. Wieso geht denn der auf Rück... Oh mein Gott. Ja gut, eigentlich ist es egal, eigentlich können wir das auch einfach hier oben machen. So. Okay, wo ist mein Gegner? Oder ist schon ein Cat Bowser? Kann ich den einfach bearbeiten? Was heißt das? Ach so. Ah. Ah, verstanden. Aber ich will trotzdem den Cat Bowser... Kann ich den irgendwie bearbeiten? Oder hat er einfach so viele Hits, wie er hatte? Bewegungsspur zu zweit bauen. Zielbedingungen. Ich verstehe halt trotzdem nicht. Oh mein Gott. Da ist er. Jetzt habe ich den da oben drin, ja? Und wie setze ich die? Oh mein Gott, ich komme überhaupt nicht. Ich sollte mir echt meinen ersten Tutorial angucken, glaube ich. Ich komme halt überhaupt nicht drauf klar. Ah, so. Aber mehr gehen nicht. Schade. Ja gut, wie auch immer. Ich habe jetzt nichts gefunden, wo man das einstellen kann, aber man sollte vielleicht im nächsten Mal sich das hier angucken. Na hier. Das, wäre vielleicht schlau. Ach, das ist so ein richtiges Tutorial. Okay. Ja gut, nicht jetzt. Danke fürs Zuschauen und tschüss.